Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hartz-Rollen 4 Tutorial. Und zwar möchte ich diesmal ein Guide machen zu Landdoktrin. Und ich habe mir gedacht, dafür machen wir jetzt Folgendes. Ich habe heute mehrere Stunden zugebracht und habe die im Detail analysiert. Ich habe dafür so eine Excel-Tabelle mir erstellt und habe die halt hier runtergeschrieben und die Daten dann aggregiert und was nicht alles. Könnt euch wahrscheinlich eine Stunde da durchführen, ist aber nicht zielführend, denke ich. Und was ich machen möchte, ich möchte euch die Stärken und Schwächen der einzelnen Doktrinen vorstellen. Und dann gucken wir, was die Community dazu sagt. Also hier vorne der. 98% der Leute, die das gesehen haben, und das sind wohl irgendwie 377, habe ich das gezählt, mit den Likes, haben auf Reddit diesen Hearts of Iron 4 Landdoktrin Guide, tun die als besonders gut empfinden. Ja? Also es ist der beste Guide, den ich finden konnte, mit der besten Bewertung. Und das heißt nicht, dass ich damit übereinstimme, aber das ist der Benchmark. Ne? Daran möchte ich ganz gerne, wir gucken es halt jetzt in Doktrinen an, sagen, was sind die Stärken und Schwächen, und vergleichen das mit dem, was eben der beste Guide der Welt dazu sagt. Um dann einfach zu gucken, was die für Meinungen haben und die Diskussion einfach breiter zu machen. Ne? So, das ist die Idee, wie ich das gerne machen möchte. Ja, erstmal vorweg, Doktrin. Die Sache ist wirklich so, dass ich würde sagen, der Großteil der Spieler scheint Mobile Warfare immer zu wählen. Also im Multiplayer sieht man ja ganz viel davon. Ne? Und auch wenn man sich die Let's Plays und so anguckt. Es gibt halt nur sehr wenige, die mal eine andere Wahl treffen. Und das sind meist nur. Also manchmal machen die Leute halt Messersault, wenn die mit China und so spielen. Aber eigentlich machen die meisten ohne Ausnahme das hier. Und wenn die Deutschland spielen, ist, glaube ich, wirklich fair zu sagen, dass 100% der Spieler Mobile Warfare spielen. Aber ist das richtig? Das ist die Frage, die wir beantworten wollen im Video. Ist es wirklich so, dass die Doktrinen länderspezifisch nur sein können und dass sie aber fast bei allen Ländern Mobile Warfare sein muss? Ja, und was sind die Stärken und Schwächen halt, um das besser zu beurteilen zu können? Fangen wir an, wir gehen Mobile Warfare, gehen wir zuerst durch. Vielleicht eine Sache vorweg, die für alle Doktrinen gilt. Manche Doktrinen sind flexibler als andere. Einfach dadurch, weil hier zum Beispiel und bei der ersten beiden, da wählt ihr relativ, also ihr könnt halt hier nach links oder nach rechts gehen hier vorne. Und später gibt es diesen Knotenpunkt, der euch ermöglicht, nochmal links oder rechts zu wählen, was euch halt Flexibilität ermöglicht bei der Doktrinenwahl und den Boni, die es halt gibt. Während die Doktrinen hier rechts, da müsst ihr euch relativ früh für einen Strang entscheiden und den dann einfach durchgehen. Ne? Das ist eine Variable, die könnt ihr immer noch mit beiden nehmen. Das heißt, ihr seid flexibler, wenn ihr einfach die linkeren Doktrinen wählt. Ne? Aber das muss nicht unbedingt ein Punkt für oder gegen eine Doktrin sein. So, jetzt fangen wir mal an. Wir fangen an mit der ersten hier vorne, Mobile Warfare. Die Doktrin, die fast alle spielen, weil, ich weiß nicht warum, weil sie es einfach mögen. Ne? Das scheint der Eindruck zu sein. So, was sind die Vorteile? Ich habe die wichtigsten Daten davon, habe ich hier rausgeschrieben. Es gibt vier Ausprägungen dieser Doktrin. Ne? Je nachdem, wie den Strang halt runtergeht. Links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links meine ich. Rechts, links und rechts, rechts, so rum. gibt es halt vier verschiedene Ausprägungen von Mobile Warfare. Die sehen dann so hier vorne aus. Ihr habt jetzt hier aggregiert die Daten, die ihr bekommt, die ich kampfrelevant finde. Es gibt immer 1000 Boni, ne? Also Division Speed zum Beispiel, so einmalige Sachen. Oder Max Speed oder Reinforcement Rate, Org Loss. Ich könnte jetzt jede dieser Variablen diskutieren und sagen, warum ich die nicht als wichtig empfinde und warum die zum Teil auch komplett wertbefreit ist. Ich habe auch sogar Testvideos extra nur dafür schon erstellt, ne? Für Reconnaissance und was nicht alles. Also in der einen Hand sich wundert, warum ich nur die Sachen als wichtig empfinde, die hier beistehen oder nachher mal ein, zwei Sachen mit der so erwähne. Dann müsst ihr in die anderen Videos gucken. Ihr könnt auch gerne unter dem Video fragen, ich beantworte es auch gerne, aber wenn ich jetzt alles, die ganzen Game-Mechaniken von vorne erkläre, dann ne? Ufert das aus in dem Video. So, von daher, also die wichtigsten Sachen, Orga zum Beispiel. Die Mobile Warfare Doktrin, die prägt, ist wirklich dadurch, zeichnet die sich aus, dass sie extrem viel Sitzfleisch gibt. Also von allen Doktrinen ist es die Doktrin, die euch am meisten Widerstandskraft gibt, am meisten, am längsten am Kampf teilnehmen lässt. Dadurch, dass die euch eben viel Orga gibt und Breakthrough-Boni gibt, ja. Breakthrough-Boni generell sind höher zu bewerten, besser zu bewerten als Defense-Boni, weil Breakthrough geht ganz selten über den Soft-Attack des Gegners, während eure Defense-Werte fast immer über den Soft-Attack des Gegners gehen. Ne? Und dein Bonus auf Defense hat fast nie Auswirkungen, wenn ein Breakthrough-Bonus immer Auswirkungen haben wird. Ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Ne? Von daher, also Breakthrough ist ein hervorragender Wert, wenn ihr den bekommt. Ja, also die Doktrin gibt auf jeden Fall die größten Boni in Orga hauptsächlich. Die Breakthrough-Boni gibt es leider nur hier vorne für die Armor-Varianten. Da müsst ihr unterscheiden. Tanks heißt nicht Tank-Artillerie und so weiter. Armor-Varianten ist Tank-Artillerie. Aber das ist halt genial. Ne? Ihr kriegt halt für die Panzerhaubitze und für den Panzer kriegt ihr trotzdem Breakthrough. Die haben sowieso schon gute Grundwerte, gerade der Panzer, sodass immer der Bonus extra hoch ist bei 20%, der absolute. Und ihr kriegt auch ein bisschen Orga-Bonus und so weiter. Also ihr kriegt wirklich Sachen, die euch lange am Kampf teilnehmen lassen. Ihr kriegt aber jetzt nicht, und das möchte ich betonen, Angriffskraft. Faktisch nada, gar nichts. Also lasst euch nur länger am Kampf teilnehmen. Und was das bedeutet ist, wenn ihr die Doktrin wählt und ihr seid länger im Kampf und der Gegner hat mehr Feuerkraft als ihr, dass ihr einfach eure Verluste dann automatisch maximiert.
Ja, das ist wirklich, was das hier heißt. Da müsst ihr aufpassen. Weil viele Leute sagen halt, die nehmen die Doktrin, mehr Orga, ich bin stärker. Orga hat nichts mit Stärke zu tun in dem Spiel. Der Breakthrough-Wert hat ein bisschen was damit zu tun, dass er weniger Schäden nimmt, aber selbst der ist irrelevant. Einfach weil ihr in aller Regel habt ihr halt ein, zwei Panzerbataillone zwischen 10 Infanteriebataillonen oder so, ja? Von da hat es eigentlich keine große Relevanz, auch wenn das hier ein sehr schöner Wert ist. Es gibt jetzt die Leute, die bauen Panzerdivisionen, da habe ich eigene Video zu, warum das komplett falsch ist, ne? Also selbst bei Panzerdivisionen wäre es nicht wichtig, aber die baut man sowieso nicht. So, also von daher kriegt ihr im Grunde genommen hier raus Orga. Ne? Das ist der Hauptwert, den ihr rausbekommt, Orga. Vielleicht ein bisschen für die Panzerhaubitze noch Breakthrough-Wert, das ist noch ganz nett. Die Panzerwerte würde ich halt wirklich als komplett, also die kann man ignorieren, die sind nicht relevant in diesem Umfang. Ich kann euch das gerne im Template immer kurz zeigen, wenn ihr wollt. Ich mache das jetzt nicht für jeden, weil das sonst zu lange ist, aber wenn ich jetzt immer so ein Panzer-Template hier vorne nehme, ne? Solche Templates zum Beispiel sind komplett sinnbefreit im Spiel, aber ich will nicht zum 10. Mal die Mechaniken erklären. Aber normalerweise baut ihr ein Template so und dann packt ihr hier vorne einen Panzer bei, damit ihr eben für die gesamte Infanteriedivision den Armor und den Piercing-Bonus bekommt. Ne? Das habt ihr mit einem Panzer, habt ihr für fast null Preis, habt ihr die Division ungefähr dreimal so stark gemacht, ja? Ganz grob gesprochen. So baut man die normalerweise. Und wenn ihr halt diesen einen Panzer nur drin habt, diese 6 Orga, die ihr da mehr bekommt, die kriegt ihr nicht hier 6 Orga drauf, ihr kriegt ja gewichtet 6 Orga drauf, ne? Hat dann keinen Einfluss auf das Gameplay. Auch die Breakthrough-Wert, der erhöht wird, wird nicht für die Division erhöht, sondern nur für die einzelne Bataillone erhöht. Und von daher sage ich, dass die Panzerboni wertbefreit sind, auch wenn die halt cool aussehen erstmal. Was aber gut ist, ist auf jeden Fall die Boni für die Orga, für die Infanterie. Ne? Das ist halt absoluter Boni, also nicht 50%, sondern zum Beispiel für die motorisierten Mech 50 Punkte mehr Orga. Ja, also die kommen im Late Game teilweise mit 75 Orga und so und dann packt er halt nochmal irgendwie gerne 30, 40 Punkte drauf. Ein paar waren schon enthalten da drin. Das ist halt wirklich eine extrem wichtige Sache, damit ihr länger im Kampf bleibt. Aber jetzt würde ich mir an der Stelle, würde ich jetzt ein bisschen relativieren, nur lange im Kampf bleiben kann auch heißen, dass ihr nur eure Verluste maximiert. Also immer an euer Gegner Superior Firepower. Ich komme gleich darauf zu sprechen, was das bringt. Aber beim Kehren bringt das dem Gegner mehr Angriffe, als ihr habt. Also wenn gleiche Divisionen gegeneinander kämpfen, Superior Firepower gegen Mobile Warfare, dann heißt das, Mobile Warfare steht länger auf dem Feld, um sich länger zu beschießen lassen und dem, der mehr Soft Attack hat, ja. Also eine Division, die gegeneinander kämpfen würden, der würde Superior Firepower in aller Regel besser abschneiden als Mobile Warfare, weil wenn ihr nur Feuer einsteckt länger, dann werden einfach eure Verluste maximiert und ihr schießt halt nicht besser zurück deswegen, ne? Und von daher, die Doktrin hat ihren Wert, aber bitte nicht verwechseln mit mehr Kampfkraft. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wofür kann man die jetzt benutzen, wenn ihr hier wirklich hauptsächlich Orga bekommt? Also, das ist eigentlich, wenn ihr die wählt, macht euch klar, ihr kriegt fast nur Orga. Das ist das einzige, also es gibt viele Kleinigkeiten, aber der einzige Grund, die zu wählen, wäre Orga. So, und dann motorisierte Mech-Orga noch zusätzlich. Infanterie auch ein bisschen, ne? Das ist nicht zu verachten, aber es ist Mech-Orga. Wofür ist das gut? Kurzes Anwendungsgebiet, wann ich das bauen, machen würde, diese Doktrin. Wenn ihr Kessel bildet, läuft das normalerweise so, ihr greift halt von. Ja, jetzt sieht man natürlich nicht besonders gut, aber ne, ihr würdet halt, sagen wir mal, ich habe jetzt diese drei Sektoren, habe ich Truppen stehen, ja, da, da und da. Dann würdet ihr mit der Infanterie normalerweise hier den Verteidiger wegboxen und dann würdet ihr die motorisierte Infanterie, die muss da nicht mitkämpfen, ihr wollt ja preiswert kämpfen, würdet ihr dann durchfahren und würdet dahinter sich hier vorne an den Flussüberquerungen aufstellen, ne, von da, 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 da und da und da meinetwegen und würdet halt hier so einen Kessel bilden, sodass alle Truppen hier drinnen verhungern und ausgelöscht werden, wenn sie die Kämpfe verlieren. So würde man einen Kessel normal bauen. Und dann ist halt, wenn hier jetzt die motorisierte Infanterie steht, ist es halt wichtig, dass die besonders lange hier aushält, damit ihr einfach auf Counterattacks besser reagieren könnt, damit ihr euch nicht direkt wieder aufknacken, damit ihr die Flucht nicht ermöglichen, ne? Dass sie so lange hier stehen, bis ihnen der Nachschub ausgeht und die deswegen sowieso nicht mehr kämpfen können. Dafür wäre dann Orga extrem wichtig. Und dafür wäre halt diese Doktrin extrem wichtig. Also Mobile Warfare, wie der Name vermuten lässt, ist tatsächlich nicht um den Durchbruch zu machen, sondern um den Durchbruch zu nutzen. Für den Durchbruch zu machen ist es völlig ungeeignet. Das nochmal vorweg. Also Durchbruch machen mit mehr Orga heißt ja, ihr greift mit weniger Soft Attack als mit Superior Firepower an. Das bedeutet, der Durchbruchskampf, um die Lücke zu schlagen, der dauert länger, weil ihr ja weniger Soft Attack habt im Vergleich zu anderen Doktrinen. Ihr habt halt nur mehr Sitzfleisch, sodass der Kampf halt länger dauert und ihr über Länge den gewinnt vielleicht. Aber dann gibt ihr eurem Gegner faktisch Zeit auf den Durchbruch, der kommen wird, der mit Ansage kommt, zu reagieren. Ne? Also das hier ist wirklich nur, wenn ihr halt wirklich einen Durchbruch schon gemacht habt, könnt ihr davon profitieren und das ist die Hauptanwendung davon, meiner Meinung nach. Ich weiß, die Diskussion im Video wird auch rumgehen, oh, aber die Panzersachen, ich krieg da Orga und Breakthrough und alles. Und warum keine Panzerdivision? Wie gesagt, ich habe ganze Videos dazu, warum Panzerdivisionen wertbefreit sind. Kurzum gesagt, für irgendwie ein Zehntel des normalen Preises kriegt ihr halt mehr Kampfkraft, wenn ihr Combined Arms spielt, als wenn ihr eine Panzerdivision spielt. So, das nächste. Wobei, wir machen jetzt erstmal, das wäre jetzt meine Interpretation dieser Doktrin. Vielleicht noch da noch ein kurzes Wort zu der Industriebasis. Kann das nur gespielt werden von Ländern, die eine hohe Industrie haben, oder kann das auch von Ländern mit niedriger Industrie gespielt haben? Soll das von Ländern gespielt werden,
die meinetwegen mitten in der Pampa wohnen, wegen dem Gelände und so weiter. Das sind alles Fragen, die man noch stellen kann. Grundsätzlich würde ich sagen, aufgrund dessen, dass man halt vielleicht wirklich mit motorisierten Mech mehr arbeitet und die Panzer- und Armor-Varianten, die würde ich schon mal rauslassen, obwohl man wird wahrscheinlich statt mit normaler Artillerie wird man schon wahrscheinlich Armor-Varianten vorziehen, heißt also Panzerhaubitze und so, ne? Das kann man auch überlegen. Also ich würde sagen, Mechs und Panzerhaubitze sind relativ teuer herzustellen, von daher grundsätzlich ja ein bisschen mehr Industrie. Wäre gut, wenn ihr das hättet, wenn ihr spielen wollt. Aber die Boni hier vorne bei der Infanterie sind auch schon ziemlich massiv. Also kein anderer hier unten, wenn man das durchguckt, kriegt halt einen Orga-Bonus und 35 Punkte für die Infanterie, ne? Also wenn ihr jetzt hier der Beste ist, 20 der Alternative. Also wenn ihr jetzt meinetwegen China spielt, ihr spammt nur Infanteristen und die Infanterie hat dann eben 35 mehr Orga zum Beispiel. Das ist halt auch ganz, ganz viel wert. Ne? Die anderen Doktrinen geben euch nicht 35 mehr Orga. Also von daher würde ich nicht unbedingt sagen, dass das nur mit Ländern gespielt werden kann, die Doktrin, die eben nur hohe Industrie haben, wie das alle sagen. Einfach weil es halt auch für Infanterie den absolut höchsten Bonus von allen Doktrinen gibt. Und wenn ihr halt 200 Divisionen Infanterie habt, dann ist halt 35 Orga oder 20 Orga da drauf, ist halt ein riesen Pott. Ne? Also von da würde ich der allgemeinen Meinung da nicht zustimmen. Nur bitte mit Industrienationen spielen. Das muss nicht sein aus meiner Sicht. Ne? Die Einheitenkarten habe ich übrigens auch mal rausgelassen. Es gibt so spezielle Einheitenkarten für diese Nationen. Also für die Kämpfe, aber die funktionieren ja im Spiel nicht richtig, immer noch nicht. Ne? Und da habe ich die weggelassen. Und die Boni sind meist auch nur irgendwie ein Viertel besser als die Standardkarte. Also von da sind die sowieso minimal. So, das ist auf jeden Fall Mobile Warfare. Jetzt gucken wir mal gerade, was die sagen. Also hier in dem Guide, ich gehe mal die Punkte jetzt durch. Extreme Powerful Combat Bonus. Ja, das ist halt 100% falsch leider, weil ihr kriegt da keinen einzigen Combat Bonus. Was ihr kriegt mehr Orga. Ja? Das ist kein Combat-Bonus. Der Combat-Bonus, Kampfbonus, darunter würde ich halt sowas verstehen wie, wenn Battleplan auflädt, wo halt Angriff und Verteidigung gebufft wird, oder ihr habt Superior Firepower, wo ihr die Bankweg durch mehr Soft-Attack-Bonus habt, ja, oder ihr habt irgendwie diese Mess-Attack, die in der Nacht weniger Nachteile hat und deswegen mehr Soft-Attack hat. Das sind Kampfboni. Aber mehr Orga haben ist faktisch kein Kampfbonus. Das heißt nur, ihr bleibt länger vom Feind stehen und könnt Feuer mit ihm austauschen. Und wenn der Feind halt mehr Waffen hat, dann ist es kein Kampfbonus, sondern Kampfnachteil. Und daher würde ich nicht sagen Kampfbonus. Würde ich nicht unterstreichen. Fokus um Mobile würde ich auch nicht unterstreichen. Especially on Tanks würde ich jetzt gar nicht unterstreichen. Einfach wie ich gerade beschrieben habe, wenn ihr jetzt China spielt oder Indien, ja, und ihr macht Infanterie-Spam, der größte Orga-Bonus für Infanterie kommt von dieser Doktrin. Und der meint ja mit Mobile Divisions hier, meint er ja, schließt ihr Infanteristen aus, gehe ich stark von aus. Der meint ja motorisierte Infanterie und Panzer, ne? Und daher muss der Fokus nicht da drauf liegen, nur weil die da einen Bonus bekommen. Ja, die haben da einen Bonus, aber ich würde schon sagen, dass auch Infanterienationen massiv davon profitieren, weil die einfach doppelt so viel Orga fast kriegen wie bei anderen Doktrinen. Doppelt so viel, ja? Orga-Bonus. Tank-Bonus ist das so. Der Tank-Bonus hier vorne ist halt minimal, also 9 Orga bei einem Tank. Wie gesagt, also bei einer Division, wo diese 9 Orga, denn wenn die verteilt wird, ich kriege dann irgendwie 2 Orga oder so mehr von 75 Orga, ja. Ob das jetzt wirklich ein massiver Bonus ist, der rechtfertigt, nur deswegen Tanks zu spielen, das wage ich hardcore zu bezweifeln. Der Breakthrough-Bonus ist ganz ähnlich, 20% von einem Bataillon, das sind halt Peanuts, ne? Das sind nicht 20% für die Division, das sind 20% für ein Bataillon von vielleicht 12, ja. Das muss man sich klar machen. Also die Tank-Boni, auch wenn die halt hier hoch aussehen, sind verschwindend gering. Außer ihr baut eine Division, die nur aus Panzern besteht, die kompletter Schwachsinn in dem Spiel ist. Ja, dann vielleicht. Aber von da, deswegen würde ich dem jetzt erstmal so auch nicht zustimmen. Great on Offensive, Worst Doctrine when Losing. Das sind zwei verschiedene Punkte, deswegen machen wir es einzeln. Great on Offensive, kompletter Blödsinn leider wieder, weil Great on Offensive, also in der Offensive seid ihr gut, wenn ihr viel Soft Attack habt, ja? Einfach weil er schneller durchbricht und wenn er schneller durchbricht, dann könnt ihr eben dann eben ausfächern und von mehreren Seiten, also jeder Durchbruch ermöglicht, von einer Seite mehr anzugreifen. Okay? Oder eben dann einen Kessel zu bauen. Aber dafür den schnellen Durchbruch braucht ihr Soft Attack. Die gibt euch null Soft Attack, die Doktrin. Null. Ja? Und diese taktischen Karten funktionieren nicht in dem Spiel. Zumindest nicht so, dass sie einen Einfluss hätten. So, von daher ist die Offensive überhaupt nicht gut. Ich würde sogar sagen, dass. Nee, also Offensiv ist gar nicht gut. Es sei denn, ihr wollt jetzt einen Kessel bauen, dann ist sie wieder gut, aber das steht da ja nicht. Ne? Worst Doctrine when losing, sehe ich keine Erklärung für, kann ich nicht nachvollziehen, wieso. Also wenn ihr verliert, einen Krieg verliert, ist halt, wenn ihr mehr Orga habt, könnt ihr Key-Stellungen und Bottlenecks besser halten. Ne? Klassischer Beispiel wäre, seid Italien, seid am Verlieren, dann habt ihr halt mehr Orga und dann seid ihr dann in dem Bottleneck im Norden von Italien, wo das Gebirge ist. Ich zeige euch das immer ganz gerne, dann haben wir das ein bisschen plastischer. Ja, Italien, seid am Verlieren. Ja, dann macht ihr hier oben, macht ihr halt eine Defense in diesem unwegsamen Gelände. Und das mit mehr Orga zusammen führt halt dazu, dass ihr nicht weiter verliert. Von daher
Also wenn er verliert, stoppt er das Verlieren damit faktisch, weil er einfach extrem lange hier aushaltet in unwegsamem Gelände. Das gleiche gilt halt für Ecken wie hier unten meinetwegen, ja. Oder wenn ihr El Alamein halten wolltet oder was weiß ich halt. Also wenn er verliert, verteidigt ihr. Wenn er verteidigt, ist Orga halt OP, ne? Ich weiß nicht, warum das die schlechte sein. Also muss immer wahrscheinlich erklärt werden, aber das macht so erstmal keinen Sinn für mich. Thrives in places it can utilize its mobility. Definitiv würde ich ihm zustimmen. Zentraleuropa weiß ich nicht unbedingt, weil, also Europa auf jeden Fall, aber auch Russland zum Beispiel. Alle großen Flächen, wo ihr durchfahren könnt mit der motorisierten Infanterie, ne? Keine Frage. Suffered in bad terrain, kann man so sagen. Low supply, unforgiving weather. Das kann man so sagen, weil Wetter und schlechtes Terrain führt halt dazu, erstmal langsamer fahren, ne? Dann ist die Mobilität halt ein bisschen weg und ihr habt eine höhere Attrition-Abnutzung und deshalb motorisiert und panzern und mechanisiert sehr teuer, die zu ersetzen deswegen. Und da würde ich da sagen, hat er da mal recht. Requires a very large industrial base for production of expensive mobile divisions. Wenn man unterstellt, dass man expensive mobile division braucht, und das wage ich ganz stark zu bezweifeln, dann stimmt das. Ansonsten, wie gesagt, China, Indien, Infanterie-Spam. Größter Orga-Bonus, der einzige Wert, der für infanterie-spammigen Länder interessant ist, bei der Doktrin braucht man keine Large Industrial Base. Und da würde ich ihm bei 4 von 5 Punkten nicht zustimmen hier vorne. Bin halt so ein bisschen anderer Meinung als er. Ich meine, ihr könnt euch selbst euer Bild machen, was ihr halt haben wollt. Jetzt kann man das noch mehr ins Detail gehen, aber wir machen nur allgemein für die Doktrin, einfach weil wir noch 4 abhandeln müssen oder 3 noch abhandeln müssen. So, die nächste Doktrin, die wäre Superior Firepower. Ja, Superior Fire, also wenn das hier die Mobile Warfare, die Doktrin ist, stellt euch ein Rollenspiel vor, da habt ihr immer einen Krieger, der ist der Tank, der tut den Schaden einstecken, damit der Magier da hinten Zaubersprüche, Feuerball werfen kann und so, ja, und der Elf im Bogenschützen, ne, schießt und snipet und so weiter und der tankt das halt. Mobile Warfare ist die Tank-Strategie, das ist euer Krieger, der den Schaden einsteckt. Superior Firepower ist der Magier da hinten, der den meisten Schaden austeilt, ja. So unterscheiden die sich, wenn ihr euch das Bild dafür nehmen wollt. Superior Firepower hat ein paar Besonderheiten. Allen voran hat diese eine Air Superiority, das heißt also Lufthoheit. Ganz kurz zu der Mechanik, nur ganz, ganz kurz. Lufthoheit, wie funktioniert das? Jedes Flugzeug hat einen Punkt Lufthoheit, unabhängig davon, welches Flugzeug das ist. Und Lufthoheit führt dazu, wenn ihr in einem Sektor genug Lufthoheitspunkte habt, dann führt das dazu, dass der Gegner bis 50% seines Defense-Wertes reduziert wird. Und das ist massiv. Das heißt, ihr trefft den Gegner hardcore gut und schaltet den aus. Also Luftüberlegenheit ist einer der wichtigsten Werte im gesamten Spiel. Und, 50% und Luftüberlegenheit führt dazu, dass die Gegner sich langsamer bewegen. Also wenn ihr keinen Kampf habt im Sektor, aber die Truppen bewegen sich in dem Sektor. Ja, ich bewege jetzt hier meinen Trupp, der läuft vom DNAZ irgendwas. Und hier der Gegner Luftüberlegenheit in dem Sektor, da marschieren die bis 50% langsamer teilweise, was wieder diese Einkesselungen so einfach ermöglicht besser. Plus, wenn sie langsamer marschieren, haben sie auch länger Attrition, was auch einfach die Truppen faktisch vernichtet, selbst wenn ihr nicht faktisch kämpft, ne? Also Luftüberlegenheit ist einer der wichtigsten Werte im gesamten Spiel. Und ihr wollt den haben und dem Gegner wegnehmen. Und Air Superiority, ne? Der bufft den halt um 20%. So, das ist die eine Besonderheit von dieser Doktrin. Die andere Geschichte ist, die andere Besonderheit ist, dass Support-Bataillone werden als einzige an der Doktrin gebufft. Und zwar, also den Soft-Attack könnt ihr vergessen. Die 25% Soft-Attack ist nur relevant für Rocket-Artillerie und Artillerie. Und die Support-Bataillone sind tatsächlich halb so groß wie ein normales Bataillon. Das heißt, ein halbes Artillerie-Bataillon kriegt ein Viertel mehr Kampfkraft. Ja, also braucht man nicht drüber reden, glaube ich, ist nicht relevant. So, aber außer für vielleicht, wenn ihr Fallschirmjäger und sowas abschmeißt. Und Gebirgsjäger, ne, da hat das vielleicht ein bisschen Relevanz. Also wenn ihr mit Spezialisten arbeitet, da kann man sagen, das ist das vielleicht etwas, das kann man sich überlegen, das im Hinterkopf zu behalten. So, aber die Orga-Geschichte ist gut. Also wenn ihr 5 Support-Bataillone reinpackt in eine Division, dann kriegt ihr 50 mehr Orga-Punkte. Also gewichtet wohlgemerkt, ne? Ich zeige euch das nochmal im Template ganz gerne, damit ihr wisst, wovon wir hier reden. So, also wenn ihr mal hier so ein Ding hier. So. Also, hier haben wir normalen Infanteristen drin, okay. Einmal so ein normales Ding. Ich baue einfach mal ein ganz kleines hier auf. So, nehmen wir mal so ein Ding hier vorne und dann kommt da zweimal Artillerie ran. So, also diese Division hier vorne, ne, die hat jetzt hier, es steht das Minus, kann ich nicht fertig machen, egal. Also, auf jeden Fall 42 Orga, okay. Das wird halt gewichtet. Also, jede Division wird halt genommen und dann teilen jetzt durch die Gesamtsumme. Müssen wir genau angucken, ich weiß nicht mehr genau, welche Orga die jetzt bringt. In jedem Fall, wenn ich jetzt 5 da hinzufüge, dann würde ich nochmal 50 Orga bekommen
auch so die mit den Orga-Sachen geteilt durch alle Bataillone und das würde diesen Wert da ergeben. Das heißt also, ihr könnt davon ausgehen, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich nicht freigeschaltet habe, dass dieser Wert wahrscheinlich sich so auf 60 Punkte oder so erhöhen könnte, nur dadurch, dass ich Support-Bataillone mit dieser Ability reinschalte. Ja, ganz grob geschätzt, also wirklich ganz grob geschätzt. Das heißt für euch zweierlei. Erstmal, ihr kriegt einen Hardcore-Bonus, wenn ihr mit Support-Bataillonen arbeitet. Das heißt, ihr müsst das aber auch entsprechend schnell tacken, damit das Sinn macht und bauen, ja. Und die andere Geschichte ist, je kleiner eure Templates sind, desto doppelt so groß sind eure Orga-Boni, weil ihr mehr Support-Bataillone habt und weil keine Templates sowieso einen höheren Orga-Bonus haben. Das heißt also, ihr könnt mit kleinen Bataillonen den Orga-Spam schlechthin abschließen. Und warum ist das besonders wichtig bei Superior Firepower? Weil ihr hier einen Artillery-Bonus bekommt und Artillery eine geringe Orga hat. Das heißt, ihr könnt mit Support-Bataillonen, könnt ihr den Artillery-Orga-Nachteil, den ihr normalerweise hättet, könnt ihr hier ausgleichen. Also das greift halt super ineinander und gibt euch einen massiven Orga-Bonus. Der ist hier noch nicht enthalten ist in diesen Zahlen, wenn ich jetzt Vergleichszahlen habe. So, jetzt gucken wir uns die mal an, die Ausprägung hier vorne. Infanterie, Soft Attack Bonus. Die einzige, die 35% Soft Attack Bonus gibt. Ich glaube, 20% haben wir noch irgendwo anders, aber Infanterie generell wird gebufft. Was ist 35% Soft Attack Bonus? Das entspricht ungefähr einer Tech-Ausstufe, einem Tech-Ausbau bei Infanterie-Equipment. Ich habe das nachgeguckt. Also, jede Tech-Ausstufe gibt euch 3 Punkte Soft Attack bei Infanterie-Equipment. Also kommt ein bisschen noch an, wo ihr rumhüpft, von welcher Stelle zur anderen, ja. Hier aber. Also wenn ihr einfach die Tech macht, also von dem sind es 3 Soft Attack zu 6 Soft Attack und so weiter. Und wenn ihr 35% bekommt, ihr geht vom mittleren Tech aus, der bei 9 Soft Attack ist, kriegt ihr halt 3 Punkte drauf, das ist eine Tech-Stufe. Ja? Also klar, wenn von dem Tech zu dem sind es halt nicht 35, sind 35% nicht 3, aber im Grunde genommen, also wenn ihr nur einen Richtwert wollt, das ist ungefähr eine Tech-Stufe hier. So, das Ganze wird aber dadurch heftiger, dass ihr einfach der überwiegende Teil eurer Truppe besteht ja aus Infanterie. Also es gibt ja keine Armee, auch wenn ihr nur Deutschland mechanisiert spielen wollt. Ja? Die profitieren ja alle davon. Also ihr habt ja, der überwiegende Teil eurer Armee ist ja einfach faktisch Infanterie oder halt hier mechanisierte. Bonus geht hier unten gleich. Was das bedeutet, ist einfach, dass der absolute Soft Attack Bonus hier der größte von allen Sachen ist, die es bei allen Doktrinen gibt. Und zwar gigantisch groß. Ja? Also wenn ich halt pro Bataillon 3 mehr Soft Attack bekomme und ihr habt meinetwegen 12 Bataillone da drin, sind das 26 mehr Soft Attack. Das ist schon nicht unordentlich. Während dagegen, ihr kriegt zum Beispiel die Linienartillerie, kriegt ihr halt einen Soft Attack von 15%. Das ist tatsächlich schwächer, wenn ihr von dem normalen Artillerie-Support, also wenn ihr sagen, ihr geht von 2 Artillerie-Geschützen aus in der normalen Division mit, glaube ich, was habe ich ausgerechnet? Ich glaube 7 oder 8 Infanteristen. Dann ist halt der 35% Bonus Soft Attack größer als der 15% Artillery Bonus, wenn ihr Soft Attack absolut euch anschaut. Also der Bonus ist ungefähr vergleichbar, aber ein bisschen schwächer als der Infanterie Bonus. Und eben auch nur, wenn ihr halt gut Artillery da reinspielt. Wenn ihr nur Infanterie spielt, ist der Bonus noch heftiger. Und daher ist das hier eine Doktrin sehr einzigartig, massiv Feuerpower durch Infanterie aufs Feld bringt, ne? Und eben auch durch motorisiert meinetwegen. Dazu gibt es halt noch schöne Orga-Boni, also eine super Kombination, ihr bleibt länger im Kampf und kämpft besser. Eine super, super Kombi, würde ich sagen. Ne? Gibt auch noch ein paar andere Sachen hier vorne. Die sind jetzt im Prinzip, wenn ihr Shock and Awe geht, kriegt ihr diese Boni hauptsächlich. Wenn ihr eher Land Battle dagegen geht, verliert ihr diese Bonus, wenn ihr hier mal guckt. Dafür bekommt ihr aber die eher Superiority 20%. Wann macht das jetzt Sinn, eher Land Battle zu wählen? Also, ne, wird ihr auch mal wissen, wovon ich rede. Wir sind hier unten, hier ist eher Land Battle und hier Shock and Awe, also links oder rechts. Ne? Das müsst ihr irgendwie mit Gamer die Entscheidung treffen. Die Frage, wann ihr links oder rechts geht, ist eigentlich ganz hervorragend, weil zu dem Zeitpunkt wisst ihr halt, habe ich Luftüberlegenheit zum Gegner oder nicht. Also habe ich als Deutschland zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt Russland erobert, habe ich in aller Regel genug Industrie, um Luftüberlegenheit zu regeln, dann brauche ich nicht eher Land Battle, dann will ich Shock and Awe gehen. Habe ich jetzt als Deutschland eben meinen Russland nicht erobert, mache einen Verteidigungskrieg oder habe halt nicht die Industriebasis oder die Alliierten haben so gespielt, dass die vielleicht 20.000 Flugzeuge haben und ich habe nur 5.000. Dann gehe ich vielleicht lieber eher Land Battle, damit einfach meine Flugzeuge 20% mehr Lufthoheit haben, damit ich überhaupt eine Chance am Boden habe. Ne? So ist diese Doktrin halt nicht nur, gibt ihr euch die super Boni, entweder wie gesagt in Lufthoheit oder am Boden für eure Infanteristen und Artillerie, sondern sie gibt euch zu dem Zeitpunkt, wo ihr wisst, ob ihr Russland oder nicht Russland habt als Deutschland, die Möglichkeit zu wählen, ob ihr die Flugzeuge oder die Infanterie buffen wollt. Warum jetzt das zum Beispiel ein Artillerie-Symbol ist und es alles bufft außer Artillerie, kann ich euch nicht sagen. Aber wenn man einmal da zwischen die Zahlen guckt, dann ist das, würde ich sagen, ist das eine hervorragende Doktrin insgesamt. Eben auch in den Support-Bataillonen. Gerade wieder als Deutschland hat man halt viele Support-Bataillone auch drin. Ne? Das, viel Tech und alles kann ich gut freischalten, bla bla bla. Ja, das wäre die Geschichte hier vorne. Also von daher würde ich sagen,
finde ich die ziemlich gut, die Doktrin, weil die auch sehr flexibel ist und super Anwendung hat. Und sie ist universell ansetzbar. Also hier nochmal zurück zur Mobile Warfare ganz kurz. Wenn ich Orga bekomme, dann kann ich die nur dann zu meinem Vorteil einsetzen oder zum großen Vorteil einsetzen, wenn ich auch mehr Soft Attack und Luftüberlegenheit gegenüber dem Gegner habe. Hat der Gegner ganz, ganz viele Close Air Support und ich kann die nicht abfangen, dann bringt mir Orga nur dem Gegner mehr Möglichkeiten, mich zu bombardieren, mich länger zu bombardieren. Ne? Also massiver Nachteil, wenn der Gegner, also unter gewissen Bedingungen bringt mir das nichts. Soft Attack dagegen bringt mir unter jeder Spielbedingung was. Im Angriff, in der Verteidigung, wenn ich unterlegen bin, wenn ich überlegen bin. Ne? Und es ist halt, wie gesagt, eher Land Battle und Shock and Awe flexibler auch einzusetzen. Im Late Game, man kann auch eine Entscheidung treffen, was da oben ebenfalls nicht in diesem Umfang geht. Ne? Von daher hat das hier unten viel bessere Boni, meiner Meinung nach. Die Bank wirkt durch. Der ist halt sehr einseitiger Boni und setzt halt gewisse Bedingungen voraus, damit er überhaupt Nutzen hat. Wenn ihr jetzt Luftüberlegenheit habt, wenn ihr wisst, dass ihr Kessel bilden könnt aufgrund von Tech- und Spielsituationen, also, ne, also wenn ihr halt irgendwie da unten in Vietnam spazieren fahrt oder in Singapur oder Bottleneck-Battles macht, dann könnt ihr es halt nicht benutzen. Aber wenn ihr jetzt in Russland fahrt und ihr wisst, ihr habt Luftüberlegenheit, dann ist das natürlich hier oben besser, um den Kessel besser zu halten, ohne jede Frage. Aber das universelle ansetzbar und hat ähnliche Boni und ist flexibler. Also und da finde ich die eigentlich Bankweg durch tatsächlich besser einsetzbar als die da oben. Vor allen Dingen die Support-Bataillone, die auch Spezialisten extrem buff, wie Fallschirmjäger und Gebirgsjäger und Marines, ne? Die hier oben halt eigentlich gar nicht gebufft werden in dieser Hinsicht. Also die bringen halt ganz wenig normale Artillerie mit und so weiter. Die bringen viele Support-Bataillone mit, weil keine Geländenachteile bekommen. Ihr habt ihr in gewissen Geländetypen, setzt ihr die ein. Das ist hier oben alles nicht der Fall. Also für Spezialisten ist das auch extrem viel besser, die Superior Firepower. Und da ist das eigentlich im Moment meine Lieblingsdoktrin, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es ist natürlich auch ein bisschen länderabhängig. So, jetzt gucken wir mal, was die hier sagen. Superior Firepower. Gut General Combat Bonus. Das ist natürlich komplett falsch. Gut Combat Bonus, ja. General würde unterstellen, dass ihr halt auch Luftabwehr dabei habt und Heart Attack dabei habt. Beides nicht der Fall in dem Umfang. In keinster Weise, ne? Und daher, vielleicht einfach nur ungenau geschrieben, aber General würde ich halt sagen, müsste halt diese drei Kategorien abdecken: Hard, Soft Attack und Air Attack. Great at preserving Manpower. Er ist kompletter Blödsinn, weil es eine Infanterie-Doktrin ist. Ne? Wie eben gesagt, ihr spielt entweder Spezialisten und oder Infanteristen. Also, warum wolltet ihr, wenn eure Infanterie 35% Buff bekommt, wollt ihr weniger Infanterie spielen? Das verstehe ich halt nicht. Und wenn ihr viel Infanterie spielt, dann tut die nicht eure Infanterie am Leben erhalten. Mehr Infanterie spielen kostet halt mehr Manpower, ne? Und daher würde ich dieser Aussage, also Preserving Manpower, ne, kompletter Blödsinn. A focus on an Infantry Artillery Heavy Unit Composition würde ich so auch nicht unterstützen, weil wie ich eben kurz beschrieben habe, der Artillery-Bonus hier unten ist ungefähr so groß wie der Infanterie-Bonus. Und es macht tatsächlich auch Sinn für Nationen, die keine Artillerie sich leisten können, nur Infanterie spielen. Also solange ihr im Shock and Awe seid, ja? Obwohl die anderen auch noch gut sind. Also da weiß ich halt nicht, ob man. Also wie gesagt, es kommt darauf an. Also wenn ihr jetzt 50% Artillerie und 50% Infanterie spielt und eben den Orga-Nachteil. Gerade gucken. Also das Einzige, was er gehen würde, wäre das hier. Ne? Ihr spielt Shock and Awe. Ne, Integrated Support, warte mal. Doch war richtig. Also ihr müsstet Integrated Support, Shock and Awe spielen. Dann könntet ihr halt mehr Artillerie spielen, weil ihr dann eben den Orga-Bonus der Support-Bataillone bekommt. Und dann könnt ihr halt die Komposition 50% Infanterie, 50% Artillerie machen, ja? Dann ist das, was er geschrieben hat, richtig. Aber diese Aussage, dass es halt Focus on Infanterie, Artillery, Heavy Unit Composition ist, die stimmt nur und ausschließlich, wenn ihr Integrated Support mit Shock and Awe geht. Wenn ihr eine der anderen drei wählt, macht das so keinen Sinn. Da würde ich sogar andere Kompositionen vorziehen. So, Balance between Offense and Defense, with a slight preference for Defense. Also was würde denn Defense verbessern? Der hat es ja geschrieben, weil der Defense-Bonus drauf ist. Ganz kurz dazu, das ist wieder falsch, weil die. Also ich will dem Mann ja nicht an die Wäsche, aber also vielleicht hätte er seine Hausaufgaben machen sollen, bevor er einen Guide macht. Wenn du eine Division erstellst und Standarddivision, ich packe nochmal Infanterie rein, ist die Defense noch geringer. In Artillerie meine ich. Ja, machen wir mal so ein Ding hier. So sehen die hier ungefähr aus. Der Defense-Wert einer solchen Division. 204 Punkte, der Angriffswert 110 Punkte. Was bedeutet das faktisch? Das bedeutet, dass der Verteidiger eigentlich fast immer doppelt so viel Defense hat, wie er eigentlich braucht, um den Soft-Attack abzuhalten. Das bedeutet, wenn ich jetzt 20% da unten drauf bekomme, dann habe ich nichts bekommen. Das heißt, die Division ist durch 20% Defense-Bonus nicht besser in der Defense. Ja? Und das ist halt der faktische Normalzustand von solchen Kriegen. Ihr könnt auch Halbartillerie reinpacken, dann geht der Soft-Attack immer noch nicht über den Defense-Wert drüber. Wenn ihr den halt halbieren wollte, mit der Soft-Attack über den Defense drüber geht, braucht ihr Luftüberlegenheit. Ne? Und das wäre dann eher Land-Battle-Doktrin. Und das wiederum ist eigentlich auch Angriffsbonus dann meist.
Also von daher, Defense wird bevorteilt, nur weil der Defense dran steht. Das greift für mich eigentlich zu kurz, ehrlich gesagt. Aber dass die halt einen guten Mix aus Angriff und Defense haben, würde ich unterstützen. Einfach weil der Software-Tag, ganz im Gegenteil eben zu Orga, in Angriff und Defense gleich hohe Bedeutung haben kann. Ne? Orga, wie gesagt, nur wenn ihr Luftüberlegenheit habt. Also von daher, die Hälfte der Aussage ist nicht ganz so falsch. So, requires a large industrial base for production of costly infantry division. Ist natürlich Blödsinn, ne? Also Infanterie kostet halt nicht viel zu produzieren. Also Infanterie ist halt die preiswerteste Einheit im gesamten Spiel. Von daher braucht ihr keine Large Industrial Base, um Infanterie zu bauen. Ihr braucht eine Large Industrial Base, um Luftüberlegenheit zu bauen, um Panzer zu bauen, um Panzerartillerie zu bauen. Ihr könntet unterstellen, vielleicht für die Support-Bataillone, aber selbst die in dem Umfang sind die nicht so teuer. Also ich würde auch nicht sagen, dass ihr eine Large Industrial Base braucht dafür. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn ich China spiele und Infanterie-Spam abziehe, dass aufgrund der 35% in der 20 Orga für Infanteristen, dass die Doktrin meiner Wahl wäre, obwohl ich eine sehr kleine Industrie habe. Ne? Also ich würde eigentlich das genaue Gegenteil von dem sagen, was er jetzt hier sagt. Naja, Geschmackssache wahrscheinlich. So, Messer Sault wäre das nächste bei ihm und bei uns wäre das Grand Battle Plan. Dann machen wir Grand Battle Plan erst. Der Grand Battle Plan, da sind jetzt die nächsten beiden Doktrinen. Was die jetzt machen, ist, die sind jetzt in der Flexibilität anders. Hier müsst ihr relativ früh, müsst ihr eine Entscheidung links oder rechts treffen und den dann durchziehen bis zum Spielende. Und es geht sogar so weit, dass hier vorne sogar das relativ schnell zu Ende ist und ihr weniger Boni kriegt. Ne? Das heißt, die beiden Doktrinen, ich weiß nicht, ob der Entwickler da weniger Bock hatte oder was Absicht war, in jedem Fall seid ihr hier sehr unflexibel im Vergleich zu hier, wo ihr zumindest hier schon Entscheidungen und hier hinten nochmal Entscheidungen treffen könnt, die auch massive Unterschiede zur Folge haben können. So, jetzt machen wir erstmal den Grand Battle Plan. Grand Battle Plan hat halt Entrenchment, Battle Plan aufladen. Das habe ich erstmal alles weggelassen, weil das kaum eine Bedeutung im Spiel hat. Also ganz, ganz, also wer lädt denn im Multiplayer zum Beispiel, aber auch selbst im Singleplayer, wer lädt einen Battle Plan denn mehrmals auf? Das macht ja kaum einer. Battle Plan aufladen, oder stellt ja auch schon fast, dass es entweder tot microt, das macht auch keiner, oder dass er die KI spielen lässt, was man nicht machen sollte. Ne? Also von daher, Battle Plan war keine Variable für mich. Ich habe jetzt trotzdem mal ein paar Sachen runtergeschrieben. Also Entrenchment gibt bei minimalen Defense-Bonus und da haben wir es reingeschrieben. Was ich jetzt relevant fand, zwischen Assault und Infiltration, die Unterschiede. Ihr kriegt, wenn ihr Infiltration geht, bekommt ihr Supply Consumption und Night Attack Bonus. Was bedeutet, dass ihr faktisch. Also, wir fangen an, sind zwei verschiedene Sachen. Supply Consumption bedeutet einfach nur, ihr könnt in unwegsamem Gelände mehr Truppen zum Tragen bringen und im Late Game sogar auch in Zentraleuropa mehr Truppen zum Tragen bringen. Und das kann tatsächlich extrem entscheidend sein. Aber gerade Feldzüge, die meinetwegen im Irak sind, im Iran, in Afghanistan, in Indien, in Singapur, ne, solche Sachen, meinetwegen auch in Korea, um Sewastopol kämpft, auf der Krim meinetwegen. Also sucht euch irgendwas aus, in Tunesien, El Alamein Schlacht, was auch alles. Supply Consumption kann da eine absolut wichtige Variable sein. Das ist halt ein Wert, ist die Frage, wie ihr ihn aufwiegen wollt gegen Orga und Soft Attack und so. Aber der ist halt massiv wichtig, meiner Meinung nach. Vor allem halt im Late Game. Und Night Attack, ne? Also die Hälfte aller Schlachten. Kämpfe stehen halt zur Nacht statt und dann kriegt ihr halt diesen 25% Bonus. Beziehungsweise, das soll glaube ich heißen, das ist ein bisschen doof formuliert, aber die meinten, von den 50% Kampfkraftabzug habt ihr dann nur noch 25%. Aber trotzdem, ihr seid halt 25% stärker als der Gegner dann im Vergleich. Ne? So, also zumindest als er sonst gewesen wäre für den Malus. So, was wir jetzt haben, ist also diese beiden einmaligen Sachen, wenn ihr Infiltration geht, die ganz hervorragende Anwendung haben, insbesondere halt fürs Late Game, aber das auch schon von Anfang an. Ne? Das ist halt ein massiver Bonus auf alles, auf Angriff und Verteidigung. Und kriegt ihr halt selten 25%. Und dann habt ihr hier vorne diese Boni, ja, wieder Orga, Soft Attack, Breakthrough, Defense. Also da scheint diese Doktrin zu sein, die euch alles gibt. Also Breakthrough ist der Defense-Wert für den Angreifer. Das heißt also, hier kriegt ihr, wenn ihr einen Infanterie-Spam habt, mit dem ihr angreifen wollt, kriegt ihr den höchsten Breakthrough-Wert. Und Breakthrough ist tatsächlich ein Wert, den zu erhöhen macht immer Sinn, weil der ist nie ausreichend hoch. Hier Breakthrough, 35 Punkte, Soft Attack wäre 72. Wenn er da 20% draufhaut, das macht einen riesen Unterschied. Das werdet ihr immer bemerken im Kampf. Also von daher ist der Breakthrough-Wert von 20% ist besser zu bewerten als 20% Defense jemals zu bewerten wäre. Ich würde ihn sogar 4 bis 5 Mal so wichtig bewerten, wie Defense zu bewerten ist. Ne? Also von daher ist das hervorragend und es kriegt halt jeder Infanterist im Angriff. Ne? Also genial, einfach nur genial. Der Soft Attack ist gar nichts, 5% leider, aber die Orga mit ein bisschen Soft Attack dazu und Breakthrough und dann vielleicht nochmal Mini-Defense-Bonus. Das heißt einfach, eure Infanteristen sind halt die Bankweg durch, grundsolide Truppen für Angriff und Verteidigung, was ein schöner Mix ist. Wirklich eine schöne Kombination. Und das zusammen damit, dass ihr eben spammen könnt, ne? Supply Consumption, und dass sie nachts besser kämpfen, durchweg. Das sind gute Boni, durchweg gute Boni.
Auf jeden Fall. Und ihr könnt da Battleplan aufladen, wenn ich, wie gesagt, nicht machen würde. In der Verteidigung nochmal extra Bonus, auch noch nett. Ihr seid nur nicht so mobil, ne? Hier unten könnt ihr jetzt motorisiert und Mech noch dazu nehmen, um die Boni noch ein bisschen weiter für mobil zu benutzen. Aber aufgrund dessen, dass es Infanterie-Spam ist, lohnt sich normalerweise selten, motorisiert Mech dabei zu packen. Also ich stelle mir so eine Doktrin vor bei Nationen Italien zum Beispiel, mit viel Gebirge, Gebirgsjäger, Marines, ne? Vielleicht Fallschirmjäger, und dann sind die halt super stark und können halt da gut arbeiten. Ja, China, Indien wieder, ne? Diese Nationen, die können da gut mit arbeiten. Meinetwegen auch England, ja. Je nachdem, wie sie ihre Truppen halt einsetzen wollen. Dann kann man ja auch cool mit Infanterie spielen. Also, das ist durchweg eine gute Sache. Das hier unten ist wieder völlig irrelevant. Mehr kann man, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Das ist einfach eine Jack of all Trades, glaube ich, hat der eine das auch mal genannt in irgendeinem Guide. Und das würde ich halt auch so fast sagen. Ist eine grundsolide. Gucken wir mal, Grand Battle Plan, was er dazu sagt. Wo ist denn der Grand Battle Plan? Da ist er. Jack of all Trades, genau, sagt er, würde ich ihm genauso zustimmen. Great at stale fronts, utilizing high entrenchment and planning bonus. Das ist natürlich wieder falsch, weil Planning Bonus, also ihr sagt ja Great at Staling Fronts, also Front halten. Der Planning Bonus gibt euch keinen Bonus in der Verteidigung, von daher hilft er euch nicht, die Front zu halten. Und wenn ihr den Battleplan da aufladet, dann schieben sie sich hin und her und das macht man nicht. Das ist automatisch verloren im Singleplayer, Multiplayer dann. Aber sonst stimmt das schon. Entrenchment hilft bei der Verteidigung, der Front zu halten und die Boni insgesamt helfen da auch. Aber wenn er so erwähnt, dass sie ja halt gut in der Verteidigung sind, um eine Front zu halten, muss man einfach sagen, dass die anderen beiden Doktrinen die Front genauso gut halten würden. Ne? Also, wenn es hier beischreibt, muss man dann auch beischreiben, sonst suggeriert das, dass sie das besonders gut machen und das ist nicht der Fall. Balanced between offensive und defensive abilities. Ich vermute mal, der schließt das daraus, dass man Battleplan aufladen kann besser und man sich besser einbuddelt. Und daraus, dass die Breakthrough und Defense Boni bekommen. Und von daher, und Softattacks für beides immer gilt das, würde ich dem zustimmen. Ja, ist eine gute Balance. Emphasize on Infantry, motorisiert and mechanisiert provides the most powerful offensive Infantry Boni. Das ist falsch. Also Emphasis on den beiden kann man sagen, aber die Begründung, dass die most powerful offensive Infantry Bonus gibt, ist zu 100% falsch. Ihr kriegt der Bonus für eure Infanterie ist 5% im Angriff. Breakthrough könnt ihr vielleicht noch draufpacken, aber Power Bonus, unter Power verstehe ich immer Angriff, ja? Das wäre 5%. Zur Erinnerung, ihr kriegt hier oben 35% und im schlechteren 20%, aber dafür kriegt ihr halt die Lufthoheit. Also das ist ein Faktor von 7 im Unterschied. Die ist 7-mal so schwach wie die da oben, von daher sind sie nicht die Most Powerful, sondern die Least Powerful. Vielleicht hat das auch meinen gemeint, aber ich glaube nicht. Requires no special industrial base, kann man so sagen, wenn man hauptsächlich mit Infanterie spielt. So, nächste Doktrin. Der Grand Battle Plan. Messersault wäre die nächste. Also ganz rechts die Doktrin hier. Geh weg, du doofes Bild. Ja, hier rechts das Ding. Hier muss man halt relativ früh entscheiden, ob man links, rechts gehen will. Früher als bei allen anderen. Also hier unten kann man noch zweites Mal entscheiden, aber ne, relativ früh muss man sich halt schon festlegen. Und wenn man rechts geht, dann kann man auch nicht alles frei. Also hier hat man hier unten schaltet man früher alles frei, was nicht unbedingt bessere Boni sind. Das heißt, wenn ihr schon wisst, wo ihr hin wollt oder ein Land habt, was nicht viel Flexibilität Überlast könnte das eine Entscheidung für euch sein. Plus, wenn ihr wenig Tech zur Verfügung habt, ne? Geht halt dann rechts runter. Das ist nochmal so eine Variable extra. So, Messersault. Jetzt Supply Grace, 48 Tage, Stunden. Tage wäre cool. Was einfach bedeutet, das ideal für alle Truppen, die Landeunternehmen machen müssen. Also, wenn ihr da auf Inseln landen wollt, im Pazifik kämpfen oder wenn ihr als Deutschland England angreifen wollt, ne? 48 Tage einfach mal zu dem normalen, sind glaube ich nochmal 48 Tage. Also sagen, ich bin Deutschland, will jetzt Fallschirmjäger abwerfen, dann können die halt jetzt 4 Tage oder so, können die halt dann ohne Nachschub da kämpfen und ausharren, bis dann eben die Schiffe kommen oder die nächste Fallschirmjägertruppe oder was auch immer. Also das ist halt genial, ne, diese 48 Tage. Cut-off, ihr habt halt 48 Stunden mehr Zeit, im Cut-off nicht zu verhungern, bevor ihr einen Nachteil im Kampf habt. Dann das Zusammenhalt mit Sachen wie hier, je nachdem, ob ihr eben die Battle oder Mass Mobilization wählt, kriegt ihr halt, ne, nochmal weniger Nachschubverbrauch oder weniger Attrition und so weiter. Das sind halt massiv gute Boni für jede Nation. Wirklich für jede Nation. Also gerade hier nochmal, wenn ihr Deutschland seid und ihr wollt in England landen, das Problem ist halt, den ersten Hafen zu sichern. Und dann, wenn die Truppen landen, ist das Problem, dass der erste Hafen auch noch ganz genug und groß genug sein muss, um eine Armee zu unterstützen, die langsam England erobert. Ne? Und von daher ist halt diese Supply Grace mit weniger Supply Consumption bei 20%
ist halt einfach unglaublich gut für solche Landeunternehmen. Also, wenn ihr jetzt Deutschland sagt, ihr wollt am Anfang England nuken gehen, ja, meinetwegen auch Skandinavien, England, sogar in Italien, wenn ihr den platt machen wolltet, das wäre halt, also da wäre das halt unglaublich stark. Oder aus Amerika nach Japan gehen, ne? Da wäre das auch unglaublich stark, solche Geschichten. Oder ihr seid meinetwegen England, wollt alle eure Inseln und Bottleneck-Stützpunkte einfach mit 20% mehr Truppen verteilen, ne? Könnt ihr damit auch machen. Genial, einfach genial. So, die Gefechtsbreite reduzieren von 2 auf 1,6 Punkte macht das hier, haben beide Ausrichtung. Das führt halt faktisch dazu, dass für alle 5 Bataillone ihr ein Bataillon extra reinnehmen könnt, ne? Das sind halt 20% mehr Kampfkraft, also 20% mehr Bataillone im gleichen Kampf, könnt ihr auch einfach sagen. Eine sehr, sehr starke Sache. Das kann, je nachdem, was das ein Bataillon ist und Tech-Stand und so, kann das massive Auswirkungen haben, vor allem, weil das halt hiermit auch ein bisschen skaliert. So, jetzt geht's los. Was sind die gesamten Boni hier vorne? Das waren die einmaligen. Ja, also ihr kriegt halt hier wieder Orga-Boni, Breakthrough-Boni, die sind sehr, sehr gering für Infanterie auf beiden Seiten. Motorisiert ist auch sehr, sehr gering auf beiden Seiten. Und hier vorne die Attrition und Population kriegt ihr hier rechts nochmal einen Bonus. Ist auch so ein einmaliges Ding. Wie gesagt, die Hauptboni, die ich sehe, sind halt hier vorne, die ihr holt. Und wenn man sich halt die Boni ansieht, denkt man sich, Gott, ist die Scheiße, die Doktrin. Aber wie ich eben beschrieben habe, also wenn ihr halt in Geländen Krieg führen wollt, jede Insel, die ihr erobern wollt, jedes unwegsame Gelände, jeder Krieg durch Jugoslawien, durch Italien, in Kanada landen, England erobern, Japan erobern, Singapur besser halten, Suezkanal und Gibraltar besser sichern oder besser angreifen. Sucht euch irgendwas von diesen Feldzügen aus, Griechenland, Skandinavien, ja, es ist die Krim. Also es gibt halt unendlich viel, oder in Sibirien landen, wenn das sein muss, was nicht sein müsste, ne? Da werden diese Variablen, die hier vorne stehen, werden die halt unglaublich, super, mega, unglaublich wertvoll. Und das erkauft man halt damit, dass man halt diese anderen Variablen, die man halt sehr schnell lesen kann, wie Orga und Breakthrough, sieht man ja in jedem Kampf, die sind halt einfach besser sichtbar. Aber ich glaube, dass die das mehr als ausgleichen, ne? Mehr als ausgleichen. Man muss sich nur bewusst machen, wie stark diese Sachen sind. Vor allem dieses Ding hier, dass man halt einfach 20% mehr Infanterietruppen in den Kampf führen kann, ist halt unglaublich stark, ne? Und dann eben, ne, wie gesagt, die Nachschubprobleme. Gerade wenn eben vielen Spezialisten arbeitet. Also die meisten Amerikaner bauen halt Marine-Spams, ja? Die spammen Marines und jetzt auch Airborns inzwischen. Wenn ihr das machen wollt, dann sind diese Variablen hier halt, ne, alle drei, sind die halt unglaublich wichtig für euch. So, ja, das wäre eigentlich die Geschichte mit der Mass Assault. Guck mal, was er zu Mass Assault hier vorne sagt. Wo ist es denn bei ihm? Pure General Combat Bonus, das ist halt nicht der Fall. Also, das ist halt falsch, wie gesagt. Also, wenn man, klar, wenn man jetzt diese hier nehmen würde, wo man keinen Soft Attack Bonus und so kriegt, das wäre pur. Aber wie gesagt, ihr kriegt halt 20% mehr Infanteristen in eurer Division plus eben nochmal 20% extra. Also, das ist ja zweimal 20%, ja. Und dann könntet ihr halt auch überall landen, auch hinter denen und so weiter mit Fallschirmjägern. Also, das ist ja nicht so, dass ihr keinen Kampfbonus bekommt. Ich habe das mal im Taschenrechner ausgerechnet für eine Standarddivision. Allein dieser Wert hier unten, ohne die 20% mehr Truppen, die ihr im Feld zum Tragen bringen könnt, allein das hier entspricht halt ungefähr dem Soft-Attack-Bonus hier oben, ja? Also ich würde halt nicht sagen, dass das pure General Combat Bonus ist. Man muss halt zwischen den Zeilen lesen. Das ist überhaupt nicht der Fall, in keinster Weise. Very powerful, other defense bonus, to supply manpower. Also Supply ist kein Defense Bonus, das ist im Angriff genauso gut wie in der Verteidigung. Manpower Bonus, das halt nur den einen Schrie runtergeht. Partisaneffekte sind irrelevant. Kann man in der Politik einfach umstellen oder stellt halt einen billigen MP hin, die nichts kosten. Kavallerist. Heavy Focused und Cheap Infanterie. Also Cheap Infanterie würde unterstellen, dass er keine Spezialisten. Also Cheap Infanterie kann ja nur heißen, keine Spezialisten, ne? Warum soll er so ein Cheap Infanterie schreiben? Aber wie ich gerade beschrieben habe, gerade Spezialisten werden halt hardcore profitieren hiervon. Ihr habt halt einfach mehr Spezialisten in einer Division. Ihr könnt mehr in unwegsamem Gelände zum Tragen bringen, wo es keinen Nachschub gibt. Und die können mit weniger Nachschub länger auskommen. Ja? Also gerade Spezialisten werden wie keiner andere, also Expensive Infanterie würde man das nennen, wenn er es jetzt Cheap Infanterie nennen will, werden halt wie keine andere Doktrin, buffen die halt die Nation. Und da würde ich halt zu 100% hier nicht zustimmen mit Cheap Infanterie, also Heavily Focus und Cheap. Ich würde eher sagen Heavily Focus on Expensive Infanterie. Very defensive, das sehe ich halt auch nicht so. Also welcher der Wert ist denn defensive? Also Breakthrough ist offensive ausschließlich, ne? Hier auch, der hat gar keinen Defense-Wert. Und ansonsten wäre halt hier immer noch die Geschichte, wie gesagt, mehr Truppen zum Tragen bringen auf einer gewählten Fläche, hinter den Linien damit, dafür ist ja hauptsächlich da, ist halt nicht defensive, das ist alles von der Natur aus eher offensive, hätte ich jetzt gesagt. Da stimme ich mir auch nicht zu. Great in difficult terrain, ja, eben auf den Sachen, die wir gerade gesagt haben, definitiv, ne?
Ja, das war's eigentlich. Das war der Guide dazu. Man könnte jetzt noch durchgucken, was er noch so insgesamt sagt. Wir können hier unten mal gerade gucken. Also, wenn wir jetzt bei der Doktrin gerade bleiben, nur mal so eine Interpretation von ihm zu bekommen. Ihr habt der Meinung jetzt so ein bisschen gehört, für welche Länder und welche Situationen. Nur mal um einen Vergleich zu haben. Also, ist eigentlich die Doktrin gerade, Messassault, ja? Für Deutschland sagt er zum Beispiel: LOL, Messassault, I'm kidding. Please don't play Germany with Messassault. Mobile Warfare is made for Germany. Genau, das ist wirklich eine Aussage, die würde ich. Damit würde ich das Video auch fast schon beenden wollen. Die stellvertretend für die grundlegende Meinung, die die Leute bei Heu 4 zu allen Game-Mechaniken haben. Das ist wie beim Template-Bau, beim Schiffbau, ob man Supply-Konvois versenken kann. Ich fange nicht wieder an, keine Angst. Die Leute hören was und dann predigen die das alle runter, ohne es dann zu testen. Also die leichten Kreuzer sind nicht das beste Schiff, das ist der Flugzeugträger, kann nicht von U-Booten versenkt werden. Oder die Konvois, er konnte keine Supply-Konvois versenken, wie Paradox auch zugegeben hatte, als das Spiel released wurde. Und ne, wir können das jetzt endlos fortführen, diese ganzen Märchen, die überall rumgepredigt werden. Und das ist halt auch wieder so ein Märchen. Oder beim Template-Bau, das muss so aussehen, das Template. Ne? Sechs Infanterie, zwei Adelräder, was für ein Scheiß. Und das hier auch, ne? Wenn ihr Deutschland spielt, müsst ihr Dings da spielen, Mobile Warfare. Ne? Das ist ja auch Blödsinn, habe ich ja gerade eben ein paar Beispiele für gesagt. Also wenn ihr, ich mache es vielleicht nochmal ganz konkret, ganz kurz. Wenn ihr Mobile Warfare spielt und der Gegner spielt Superior Firepower, bedeutet das in der Tendenz, dass ihr länger auf dem Feld steht, um euch bombardieren zu lassen und ihr stirbt besser. Ne? Und daher zu sagen, ich spiele Mobile Warfare, einfach unabhängig von dem, was der Gegner spielt, ist halt hardcore falsch. So, ey, aber jetzt zurück zu der Geschichte hier vorne. Messassault für Deutschland. Ist das unspielbar mit Deutschland Messassault? Ne? Wie wir gerade eben festgestellt haben, Messassault gibt euch Boni auf Spezialinfanteristen. Ganz massive, ne? Gebirgsjäger, Fallschirmjäger, Marines. Will ich England erobern, ist das die Doktrin to go. Also England, Luftlandung mit Fallschirmjägern, Marines, die in den Küsten landen, falls da wirklich mal ein Typ im Weg gestanden hat. Ja, Flüsse, die man schnell überqueren kann mit Marines. Meinetwegen auch mit Gebirgsjägern nach oben in den Shotlands da landen. Ja, also das ist die Doktrin to go, wenn ich sage, ich will England auslöschen. Und wenn England ausgelöscht ist, wo will der Amerikaner dann bitte landen, wenn der Krieg losgeht, irgendwann mal 42 oder wann der eintritt in den Krieg? Also wenn England futsch ist, wo genau will der Amerikaner jemals in Deutschland oder in Europa landen? Wie will er das denn dann machen? Ja, dann müsste er halt nicht den ganzen Atlantikwall bilden. Dann könnt ihr ihm halt einfach auf dem Wasser zuwinken mit euren U-Booten, weil er kann ja nicht landen, er hat keinen Landestützpunkt in Europa. Ne? Also wenn ich die Doktrin wähle, England damit ausnocke sehr erfolgreich, dann sind die Alliierten faktisch raus aus dem Spiel. Punktum. Von daher sehe ich nicht, dass man sagen muss, sie wäre extrem schlecht, die Doktrin. Ich würde sogar weitergehen und sagen, die Aussage mit Deutschland nur Mobile Warfare spielen. Also wenn ich jetzt der Russe bin und ich mache Superior Firepower und der Deutsche macht Mobile Warfare, dann wird das für den Deutschen extrem teuer, dass der lange in den Kämpfen bleibt und nonstop Feuer einnimmt. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. So, also wir machen das Szenario. Deutschland hat Mobile Warfare genommen, die Einheiten bleiben lange im Kampf, sind aber nicht besonders kampfstark im Vergleich zu dem Russen, der Superior Firepower hat. Was der Russe dann macht, ist, er sucht sich ein Gelände aus, meinetwegen hier vorne. Hier ist der einzige Flughafen, der benutzt werden kann im Umkreis. Das heißt, der Russe hat Luftüberlegenheit. Der Russe hat die Infanteristen am Boden, die besonders viel Soft Attack haben und noch ein bisschen Artillerie, damit der Soft Attack noch höher ist. Und jetzt kommt der dumme Deutsche, der hier vorne angreift, besonders lange im Kampf bleibt, von meiner Luftüberlegenheit 50% von seinem Defense Breakthrough-Wert verliert. Ich treffe ihn also massiv gut. Dann schieße ich noch besonders viel häufiger im Vergleich zu dem Deutschen. Und dann kommen meine Close Air Support, die alle seine mobilen Einheiten nochmal besonders gut knacken, weil die keine Lebenspunkte haben. Und dann ist das halt ein Blutbad für den Deutschen, ja? Also zu sagen, Mobile Warfare mit dem Deutschen zu spielen, blind, unabhängig von dem, was der Gegner macht, halte ich für völlig fatal. Und das ist halt die generelle Aussage, die ich für alles habe, auch bei Template-Bau. Es gibt kein gutes Template, es gibt halt nur Template, also kein standardgutes Template. Es gibt nur Templates, die sind gut gegen einen bestimmten Gegner in einer bestimmten Situation. Genau wie die Doktrin, wie wir gerade festgestellt haben, haben die alle ihre Stärken und Schwächen und sind halt gut in bestimmten Situationen gegen bestimmte Gegner, ja. Und Situation heißt halt mein eigener Tech-Stand, was bringt mein Doctrine-Tree und so weiter. Ne? Also von daher würde ich das halt wirklich sehr stark hinterfragen. Solche Aussagen sind, und das ist eine allgemeine Aussage, immer scheiße. So, ich wollte noch ein Schlusswort sagen für Multiplayer-Runden, vielleicht ganz kurz. Der Doctrine-Tree hier vorne mit der, ich mach's gerade mit dem Video, mit der, na, Air Land Battle. Es gibt noch andere Variablen für Multiplayer vor allem. Also, wann gehe ich Air Land Battle? Air Land Battle gibt ja diese 20% Luftüberlegenheit, die euer Team einfach den Gegner zerfleischen lässt und eure Truppen überleben lässt. Ne? So, wann geht ihr die Doktrin? Wenn ich Multiplayer spiele als Deutschland, würde ich das niemals gehen.
Ich würde den Japaner sagen, der sein 44er Jägermodell schon 41 bauen kann, dass der Air Land Battle unabhängig von einem anderen gehen soll, damit er eben seine Luftüberlegenheit massiv fürs ganze Team nutzen kann. Das heißt, die Doktrinwahl sollte auch nochmal teamübergreifend abgesprochen werden, aufgrund der einmaligen Boni, die die Leute haben. Der Deutsche hat einen Close Air Support Bonus zum Beispiel. Da könnte man auch überlegen, ob man da eben irgendwas Besonderes nehmen will. Wüsste ich jetzt auf Kopf aber nichts, was da Anwendung findet. Aber für Jäger, bei den Alliierten zum Beispiel, hat der Engländer diesen Bonus, dass er den 44er Jäger, ne, 41, 42 schon bauen kann. Da würde ich auch sagen, der Engländer sollte in den meisten Fällen in der Multiplayer-Runde, wo der die Luftwaffe für das Team stellen könnte, sollte der Air-Land Battle gehen, ja? Solche Sachen würde ich halt sagen. Oder wenn ich halt weiß, meinetwegen, sagen wir mal, der Japaner ist Air-Land Battle gegangen, dann würde ich jetzt als Alliierter sagen, ich weiß, der Japaner mit Air-Land Battle wird die Luftüberlegenheitsjäger für die Luftüberlegenheit für die Achsen stellen. Dann würde ich jetzt als Alliierten-Team sagen, mein Fokus als allererstes ist, den Japaner von den Ressourcen abzukappen, die er braucht, um die nun verbesserten Air-Land Battle Jäger herzustellen. Das heißt also, ne, Singapur zuerst abholen und so weiter, dass da einfach kein Öl und kein Kautschuk mehr nach Japan fließt. Das wären so Variablen, die ich anhand der Doktrin einfach in die Strategie einbauen würde. So, aber das ist wahrscheinlich jetzt zu komplex für den Guide. Ich wollte es nochmal anwerfen, dass man das so tief und komplexer machen könnte, wie man möchte. Aber ich glaube, wir haben genug angesprochen, um einfach den Grundzweig zu zeigen. Jede Doktrin hat ihre Stärken und Schwächen und in Abhängigkeit von Multiplayer und Singleplayer auf verschiedene Anwendungen. Also im Multiplayer könnte zum Beispiel das hier mehr Anwendung haben, wenn das ein Singleplayer wertbefreit ist. Im Multiplayer würde ich es nicht benutzen, aber da hat es mehr Anwendung. Ne? Also jede Doktrin hat Stärken und Schwächen und zu sagen, die ist immer gut für ein Land oder immer schlecht für ein Land, wie das in dem Guide jetzt gerade war. Nee, 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 nee. Lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. So, das war's jetzt, weil ich gehe jetzt Mittagessen machen. Ich glaube, ich habe es mir verdient. Ich habe jetzt 4, 5 Stunden darin zugebracht. So, ciao, ciao.